Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Spiel. Heute möchte ich mal einen Let's Test machen, erstmalig in meinem Kanal. Und wir wollen einfach mal dieses Spiel spielen. Es heißt Chernobyl Terrorist Attack. Ja, und wie ihr schon sehen könnt, ist die Grafik bombastisch. Es ist ein Low-Budget-Projekt. Und, ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, in die Büsche. Oh, ja, rennen können wir schon mal, ohne dass sich die Waffe großartig bewegt. Das ist schon mal sehr gut. Und hier diese, der Helikopter. Oh Gott. Schöne Animation. Ja, natürlich. Boah, ein russischer Helikopter. Also ich weiß nicht, was in der Story vorkommt. Das Intro ist so extrem scheiße und langweilig. Da ist es so. Ach so, hier. Oh, ich war einen Meter zu weit weg. Ich finde das Intro so scheiße, weil die Musik wiederholt sich immer wieder und du kannst im Grunde gar nichts machen. Also das ist total, da erzählt halt nur, ja, Tschernobyl ist voll blöde und überall Atom und wir müssen das verteidigen. Was? Ja, die Waffe ist schon mal sehr realistisch im Schussverhalten. Ja, genau. Ja, das ist cool. Gut. Ja, press... All. Ja, hab ich doch. Escape geht gar nicht. Egal. Ja. Oh, Mann. Ach, gleich nochmal. Okay, gut. Also, ihr seht schon mal, die Save-Punkte sind sehr gut gesetzt. Und wir gucken uns nochmal an, wie toll doch der Helikopter hier fliegt. Also, es ist das Gunship. Wow. Wunderschön. Auch wie tief es fliegt und wie langsam. Wir wissen ja alle, Helikopter fliegen sehr, sehr, sehr langsam. Sie können zwar wirklich langsam fliegen, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Die Animation ist nicht so toll. Die Grafik. Also ich meine mal für ein Low-Budget-Projekt gar nicht mal so schlecht. Aber auch nicht besonders. Ach, warte mal, was war jetzt nochmal? Ja, ja, komm. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt bin ich da hängen geblieben. Jetzt müssen wir aufpassen. Die ballern jetzt wieder. Sag mal, wo kommen die denn auf einmal her? Ja, komm. Oh, ey, das sind ja so viele. Ja, die fallen schon mal sehr realistisch. Das finde ich schon mal ganz nice. Also, bitte mal die Ironie verstehen. Oh, eine sehr schöne... Kann man sich hier auch hinlegen? Ja, tatsächlich. Hoffentlich gibt es da noch Multiplayer. Wobei... Oh, die Granaten fliegen ja auch sehr realistisch. Ja, nun... Was? Was? Was denn nun? Hä? Wieso bleibt das Spiel kurz hängen? Oder stehen, wenn man den letzten Gegner killt. Okay, schon mal sinnlos. Vielen Dank dafür. So, I take a look, Yuri out. Okay, oh, eine AK. Sehr schön. Gucken, wie die klingt. Ja, wie die AK so klingen muss. Was? Watch out for the helicopter. Oh, nein, nicht schon wieder dieses gigantische Gunship. So. Oh, guck mal, ein Gegner. Und gute Nacht. So. Wo ist denn der scheiß Helikopter? Ah, keine Ahnung, schon weg. Ah, sprechen können sie auch. Ja, also der Bloody Screen, der ist schon mal richtig geil gestaltet. Wo ist der? Ich sehe nicht. Boah, der Unschärfeffekt ist ja so hart. Also der ist viel zu stark. Ich weiß auch nicht, wie diesen Unschärfeffekt, der da mal drauf gekommen ist, das soll ja realistischer sein. Das soll ja dem menschlichen Auge ähnlich sein. Weil... Das menschliche Auge hat ja auch so einen Unschärfe-Effekt sozusagen, aber ich finde, in manchen Spielen wird der schon ein bisschen stark genutzt. Also so extrem, dass es schon wieder scheiße ist. Und im Übrigen habe ich die Grafik auf volle Leistung, also nicht wundern. Es sieht wirklich so scheiße aus. Ups, was ist da los? Habe ich eigentlich schon gesagt, dass das Spiel von einem polnischen Entwicklerstudio ist? Das ist deshalb wichtig, weil es ein Low-Budget-Projekt ist und... geil ist, wie die Ordner heißen. Da sind Ordner bei, die heißen Rubbish. Also Müll. Und da heißen ganz, ganz viele Ordner Rubbish und Müll. Also, ist schon echt witzig. Boah, ey, das ist ja wirklich, das ist ja schlimmer als in COD, ey. Mit den Gegnerhorden, ey. Oh, wo ist denn der? More enemies are coming. Ja, oh, die Textmessage gefällt mir.
Da kommen mehr Gegner. Du musst sie töten. Ja, danke. Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich noch gar nicht gewusst in einem Ego-Shooter. Ah, die mich verarschen? Wo sind die denn überall? Ich habe auch keine Muni mehr. Alter, leck mich doch. Wo, um was geht's hier eigentlich in dem Spiel? Kann ich die Waffe auch irgendwie aufnehmen? Wahrscheinlich nicht. Boah, ist ja richtig hart, Alter. Ich sehe die nicht, weil die Grafik so bekackt ist. Was soll das überhaupt sein hier? Ein Arcog? Ah, wahrscheinlich. Was ist das eigentlich für eine Waffe? Die MP5, oder? Ja, weißt du, leck mich doch, Alter. Wie... Alter. Die Entwickler beim Wichsen, Alter, die Sounds gemacht. Aber obwohl. Natürlich auch Quatsch, aber... Oh mein Gott, dieses... Ach ja. Alter, leck mich doch. Wie viel sind denn das? Okay, ich werde mich nie wieder über die großen Shooter beklagen, weil das ist richtig schlecht. Oh ja, komm, die Wand ist unsichtbar und ist undurchdringbar. Cool. So, der wischt sich erstmal die Nase. Ja, halt doch noch mehr aus. Ist schon okay für mich. Das Geile ist auch die Message, warum man hier spielt. Da wurde dann gesagt, ja, weil wir brauchen einen guten Soldaten, der unbesiegbar ist. Und dann kommt so kurz eine Pause und dann kommt du. Also so ganz zufällig, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass ich das bin. Alter, ich sterbe hier gleich, kann das sein? Ja, komm, steh... Jawohl, steh nochmal auf. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ist das doch irgendwann mal vorbei mit den Gegnern? Boah, dieser Unschärfeffekt ist ja so räudig. Oh, ich höre doch schon wieder Gegner. Wo denn? Da war ich doch schon! Jawohl, es geht nochmal von vorne los. Ja, kein Problem. Ja, also, so eine Spiele gefallen mir ja immer. Alter, und da beschwert man sich über die großen Shooter. Also eigentlich, wenn man sowas immer spielt, da müsste man echt sagen, sorry für jegliche Kritik. Weil das ist ja echt nochmal eine Spur härter. So, und der letzte ist gefallen. Die Mission ist damit wieder so, so sagen, halb abgeschlossen. So. Great job, Captain. Ach. Ja, die Area war schon mal clear. Aber... Ich habe sie nochmal geklärt. Boah, Alter, das ist ja richtig scheiße. So, jetzt gehen wir hier. Och, wie latscht denn der eigentlich? Ey, das ist ja richtig scheiße. Kann man hier irgendwie Third Person? Nö. Alter, die Stöhne hätten sich ja echt mal sparen können. Das ist ja richtig eklig. Dim, dim, dim. 40, ja, nun los. Mensch, Alter, so kurz sprintet doch kein Mensch. Der ist nach, wenn du kurz die Sprintentaste drückst, ist der sofort fertig. Look out, aus increase radiation levels. Roger that. Ja, okay, ich soll über die Brücke gehen, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich liebe so eine Texte, ja. In Homefront war das genauso schlimm. Dann stand unten, och, nö, Alter, das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack, ey. Entstand so drauf, ja, folge dem Typen, und dann stand nochmal über dem Typen so mit so einem Zeichen, folgen. Also, ich weiß ja nicht, was für Leute das Spiel spielen, aber super blöd, kann man doch ja nie sehen. Was soll ich denn jetzt machen? Folgen steht da, aber wem denn überhaupt? Vor allem, weil die auch immer alle zusammenlaufen, deshalb, auch unter, ja, komm, die nächsten 65, mal gucken, ob man die Fässer, die Explosionseffekte sind ja, klasse. Alter, leck mich! Meine Fresse. Jawohl. Also ich hab vertrag ja auch unendlich viel. Aber die vertragen ja auch nicht so wenig. Ja, jetzt noch mit Raketenwerfer. Die überleben ja auch ewig, ey. Ich dachte irgendwie, man kann hier mal an diesen Reaktor dran und so ein bisschen an den Brennstäben rumspielen. So wie es die in Fukushima auch machen. Übrigens, deshalb spiele ich das Spiel auch aus aktuellem Anlass. Einfach mal, ich dachte so, ey, Tschernobyl, Fukushima, die Diskussion, naja, spitze es mal, aha, also die Radioaktivität ist schon ausgetreten, was ist passiert? Oh, okay. Aha, also wenn ich da reingehe, werde ich auch verstrahlt, das ist ja schon mal realistisch.
So, bitte sehr, eine Granate. Oh, der Unschärfe-Effekt ist so krass. Ja, campt da dazu. Wie viele stehen denn da? Ist ja hart. So, du gehst down, bitte. Ja. Und du bitte auch. Vielen Dank. Ja, kommt, ihr beiden. Ey, da spielt sich echt COD 1 besser. Das war übrigens richtig geil. Eine richtig gute Story, wie ich fand. Ja, und der letzte ist gefallen. Wunderschön, nicht? So macht das Spiel Spaß. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange die Aufnahme geht. So, und da sind wir auch wieder, glaube ich. Ja. Und ja, der Hubschrauber. Oh, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott. Ja, er schießt zwar auf mich, sieht mich dann aber nicht mehr. Das ist schon mal gut. Und schon wieder die nächste Gegnerhorde. Ja, also ihr seht, das Spiel ist sehr eintönig. Oh Gott, ist das schlecht. Ich mache an der Stelle jetzt hier erstmal Schluss. Und werde folgendermaßen vorgehen. Lasst mir doch mal ein Feedback da, wie ihr das Game fandet. Und soll ich da nochmal eine weitere Folge von machen? Also ich find's total beschissen, aber es würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, und ansonsten, wie immer, ein paar schöne Tage. Bis zum nächsten Video. Euer Philipp. Und tschüss.